Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome 2 Total War mit den Athenern. In der letzten Folge haben wir uns erfolgreich gegen Aridae durchgesetzt und eine schöne große Schlacht gewonnen. Und das wollen wir jetzt natürlich weitermachen. Und zwar wollen wir jetzt erstmal die Gefangenen hier. Was machen wir denn? Ich glaube, die Versklavenen dort. Schwung an Wirtschaftsplus. Bereit zum Kampf. Schön stark vertreten. Habt ihr noch weitere Befehle? Oh, Militärtradition finde ich auch super. Zu euren Diensten. So, okay, mal eindrucksvolle Speerkämpfer. Dann geht's gleich weiter. So. Ja, ich werde jetzt einen Trupp leider verlieren. Aber haben Apollonia gleich wieder zurückgeholt. Ja, ich hab's gewusst, der Trupp wird sterben. Auch nicht so schlimm. Das ist einer, der stirbt von vielen. Von daher entbehrlich. Aber okay, man sieht hier. Wir haben die dann, den jetzt ordentlich zugesetzt und das ist unser Abziel. Hey. Und 1000 neue Dinare haben wir auch gleich noch gemacht. So, wollen wir erstmal umwandeln. Nein, ja, da ich das Geld nicht. Schade. Das will ich doch nicht machen. Kommandant. Was können wir hier rekrutieren? Bürgerwehr, ja. Immerhin haben wir schon mal fortsetzen können jetzt hier. So, das werde ich noch abreißen, definitiv. Und hier werde ich den auch noch umbauen. Warte mal. Mal abreißen einfach. So, fertig. Die reißen wir auch ab. Bauen wir was Neues draus. Bereit zum Kampf. Eurem Volk hier uns erstmal Steinschleuder und sollte reichen. So, den machen wir erstmal einen General. Mensch, ey, das läuft ja jetzt gerade richtig gut. So, hier können wir nochmal zwei Obliten rekrutieren. Ich erwarte eure fünf Stück. Dann sollte man zufrieden sein. Könnten wir erstmal hier angemessen verteidigen, besser gesagt. Ah, aufgestiegen bist du hier drüben. So, wollen wir nochmal schnell nutzen. So. Ne, erstmal Massenvergiftung. Vielleicht können wir mehr töten dadurch. Gut. Ich bin stärker als der mächtige Achilles. Dürfiger Avokat. Plus 5. Kurz den Sklaven in Ruhe. Patrouille überfallen. Ja. Oh, das gefällt mir. Befreiter Sklave. Okay, gut. Schöne Kombination, aber okay, gut. Dann können wir auch schon wieder die Runde beenden. Ich glaube, da haben wir jetzt Arida erstmal übel zugesetzt. Finde ich ganz gut. Mal sehen, wie das dann weiterläuft hier. Das finde ich aber ganz gut, dass die Barbaren aus dem Norden da jetzt. Ich bitte euch demütig darum, zumindest über einen Vertrag. Finde ich gut. 1500 für nicht Angriffspakt. Brachesland. Ah, gut, hat funktioniert. Puh. Okay, dann wollen wir uns jetzt mal hier im Norden absichern. Stimmt lieber meine Garnison auf. Aber meine Garnison, meine Armee auf. Oh, 5225 Denare habe ich jetzt hier. Das ist super. So, hier bauen wir mal einen großen Hafen draus. Und hier bauen wir jetzt mal einen Bruch. Sofort erstmal die Siedlung aufwerten. Wie kann ich euch. Ich bewege mich um. Herkules kann mir nicht das Wasser reichen. Hey. Sieht sogar ziemlich nach Easy Going aus hier. Wie kann ich euch dienlich sein? So, dann wollen wir mal den Brunnen vergiften. Ein ehrwürdiger Entschluss.
Ah, du warst erfolgreich, nehme ich an. Euer Wille ist vollbracht. Sabotage erfolgreich, super. Oh ja, schon stark angeschlagen. Wie kann ich euch dienen? Die besten Garnisonstruppen sind es auch nicht. Gerade. Wollt ihr Sklaven sammeln? Ich erwarte eure Befehle. So, dann schieben wir gleich mal los und greifen an. Einnehmen. Hier mich gleich mal ein. Die Siedlung wird belagert. Oh, doch nicht sofort. Aber ich möchte ja eigentlich als Protektorat haben, aber ich im Norden die sichere Position. Abgesichert, dann kann ich mich erst noch um Thylis kümmern. Jetzt gucken wir mal, Garnisonsflotte, die Sperrmänner. Aber die Garnisonsarmee wird kein Problem sein. Die Flotte. Nicht wirklich. Dänische Söldnersperrkämpfer, Plünderer. Ja, die Artillerie hier könnte eventuell noch ein Problem werden, aber die Schlacht machen wir jetzt mal selber. So. Ja, nicht automatisch. Selber. So. Schließlich wollen wir auch noch was erleben hier. Wir haben zwar ein bisschen angeschlagene Infanterie, aber alles im allem haben wir die bessere. Und das müssen wir jetzt auch nutzen. Und ist auch eine sehr kleine Stadt, also sollte ich schnell ins Zentrum kommen. Plünderer der See. Nebel gefällt mir nicht. Trocken gefällt mir schon umso mehr. Das ist eigentlich eine typisch barbarische Siedlung. Kommt man schnell rein. Ungewöhnlich auf griechischem Terrain sowas zu sehen. Ich möchte die Stadt ja selber gar nicht haben, von daher stört es mich ja eher weniger, wenn die hier gleich erstmal weitergegeben wird. Nicht rein. Dann nehmen wir die schwächeren Infanteristen. Oder? Dann kommen wir nochmal einen stärkeren mit rein. So, und die stellen wir hier drüben auf. Hier drüben. Ich brauche auch noch die Kavallerie halt nochmal zurück. General haben wir auch da, dann können wir schon starten. Na, da kommen wir die Schiffe gleich. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So, da oben kommt die Unterstützung. Schickt mir nicht mal noch da drüben. So, die Artillerie muss hier irgendwo gewesen sein, wenn sie schießt. Hm, doch nicht. Doppelte Geschwindigkeit! Schnell! So, stell mich mal hier rüber. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! So sieht's hier aus. Sklavensteinschleuder, Sklavensperrträger. Die Bewegung noch da drüben. So, ich kann mir hier noch einkesseln. Piken! Stellen wir hier rüber. Schnell vorrücken. So, den General machen wir jetzt hier drüben auch schön fertig. Adel zu blieben, Alter. Okay. Zu Befehl. Schnelles Marschieren. Stellen wir noch da drüben. Was haben wir hier? Die irische Stammeskrieger.
Ah, die Kavallerie kommt rechtzeitig an. Super. So, dann macht die immer schön fertig. Super, fast tot. So. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So, schicke mich mal drauf los. So, dann greift man schön ein, ja. Jetzt muss ich aber hier auch vorwärts pushen. Ich will noch mal alle meine Männer sterben. Oh, das ging aber schnell. So, pushen wir hier auch vorwärts. Kommen hier auch schon rein, sogar cool. Hier, lyrische Stammeskrieger. Ja, ist ein ziemlich eindeutiger Kampf hier eigentlich. Weil er doch viele Männer von mir mitnimmt, aber okay. So, dann pushen wir hier mal auf vorwärts. Männer wanken. Welche Männer wanken? Hier. Oh mein Gott, hier Schweine. Zurück, Männer! Na, schade. Zu viele Fernkämpfer anscheinend. Ja, viel zu viele Fernkämpfer. Wo ist die Kavallerie? Unser General wird angegriffen. Oh mein Gott, das sind viele Verluste, die ich jetzt hier nehmen muss. So, dann charge mich nochmal rein, das sollte mal ein bisschen Moral brechen. So, jetzt brauche ich hier eigentlich die Kavallerie. Jetzt müsst ihr hier schnell reinkommen. Zu euren Diensten. So, mach die mal schön fertig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, der Gegner ist hier auch weg. Ich meine Hopliten. Bürgerkavallerie! Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Steine. Oh mein Gott, das kostet viele Männer. Bürgerkavallerie! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Ah, und hier kommt die Kavallerie genau im richtigen Zeitpunkt rein. Ah, sieht doch gut aus wegen der Moral jetzt hier gerade. Aber ein bisschen wackelt. Unser General ist gefallen. Ah, scheiße. Ja gut, dann kann er jetzt auch kämpfen gehen. Ist auch nicht schlimm, das ist ja nur einer von den Feinden. Also von Oligarchen. Das kostet mich relativ wenig. Wenn ich jetzt deswegen verliere, wäre echt ärgerlich. Hier, die Fernkämpfer sind durch alle weg. Oh, sieht nicht gut aus. Abliegen bereit! Rückt vor! Wehre Kavallerie zu euren Diensten!
Oh mein Gott, die Armee muss herbe Verluste zurückstecken, aber okay, ich will ja auch das Territorium da nicht einnehmen. Oh, ich hab's so geschafft, super. Ich möchte jetzt nur als Protektorat haben. Kann ich hier auch mal gelegentlich die lyrische Einheit rekrutieren, was auch nicht schlecht ist. Aber dann habe ich im Norden eigentlich relativ guten Schutz erstmal an der Küste. Die brauche ich halt gar nicht einzunehmen. Oh ja, die Pikeniere hat's hart erwischt. Das sind halt die vielen Fernkämpfer gewesen, die meine Pikeniere dann doch dort niedergemetzelt haben. Naja. Glück gehabt. Das ich mit meiner Kavallerie doch noch relativ viel machen konnte. Danach muss meine Armee zurückziehen, wieder neu rekrutieren. Ist der blöd. Nee, Mist. Aber der Westen ist jetzt sicher, wenn ich es als Protektorat habe. Dann lasse ich nochmal Gnade vor Recht erhalten. Ja, es ist. Haben sie Schwein gehabt, aber naja, gut. Kriegt ja auch nur was. Ja, scheiße. War nur gleich. So, man muss auch werfen. Zu euren Diensten. Ach, das ist einer von uns hier. Na, die gehen wir trotzdem hin, Oligarchen. Wir hungern nach einer Schlacht. Bereit zum Kampf. Hehe. Ich wirklich ihre lyrische. Ja, ihre lyrische. Die lyrische Speerkämpfe kann ich ja gut, das ist auch nicht schlecht. So, jetzt hier 5 Pikeniere noch. Dann holen wir uns die lyrische Speerkämpfer. So. Na gut. Seid ihr so deutlich angeschlagen hier? Balkan. Oh ja, die sind nicht gerade überzeugt von mir. Die Agentenaktion, die Militäraktion haben da ordentlich reingehauen. Und die Abkommen mit Knossos und Sparta, erstaunlicherweise. Das ist halt das einzige Problem, dass sie da noch verfeindet sind mit den Spartanern. Es bringt mir nichts, den Tag mit euch zu Handel! Haltet ihr unsere Kinder, wir... Naja, egal. Wenn ihr nicht wollt. Ich heiße euch an. Willkommen, würdiger Redner. Die wollen auch nicht, okay. Wie sieht's jetzt ihr seid im Namen des Senats willkommen. Ah, endlich. Obgleich die... 70 ist ein bisschen was. Ist ein bisschen was, das bringt noch ein bisschen. Wir hungern nach einer Schlacht. Können wir nächste Runde nochmal neue lyrische Speerkämpfer rekrutieren und dann schicken wir euch zurück. Ich erwarte eure Befehle. Was haben die denn hier? Ja, die haben eigentlich die Möglichkeiten, um bessere Einheiten zu rekrutieren. Und okay. Ich kenne die eigentlich als gute Partner. Also durch Sparta kenne ich sie eigentlich als gute Partner. Also die haben mir selbst in den Ostkonflikten noch geholfen, indem sie Flotten rübergeschickt haben. Das fand ich erstaunlich. Wir hungern nach einer Schlacht. Na gut. Kann ich auch sagen, dass wir an der Stelle die Folge schon beenden werden. Unser Limit ist wieder erreicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch und sage ciao. Bis zum nächsten Mal.